Moin moin Freunde und damit herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von unserem Politik-Simulator 4, Paunvolution, dem vierten Teil des Politik-Simulators. Mit mir zusammen, dem Malte, mit unserem guten Hayato Matsuyama der liberal-konservativen Partei und nun also auf dem Weg Richtung Wahlkampf. Ja, ihr habt es richtig gehört, wir haben tatsächlich Neuwahlen angesetzt bekommen. Ihr seht es ja oben rechts. Wir haben jetzt einen Übergangspremierminister, also unser guter Abe hat gefailt, hat es nicht geschafft, das Land vernünftig zu regieren und musste jetzt Neuwahlen ausrufen lassen. Und diese Neuwahlen werden also stattfinden, ihr seht es, am 9. August. Für unsere Partei natürlich ein relativ wichtiges Datum, ein relativ wichtiger Termin. Wir haben uns schon darauf fest eingeschossen, also 10% ist die Marke, die wir ungefähr erreichen wollen, die wir erreichen möchten. Müssen wir schauen, ob wir das Ganze wirklich so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen. Wir haben jetzt erstmal, ihr seht es hier schon, ja, die ersten zwei Programmpunkte abgehakt. Wir haben uns zur Setzung gekümmert, ein bisschen was in der Bildung zu machen und halt unser dickes Armeeversprechen aufzugeben. Ja, bei Partei haben wir schon dicke Beliebtheitspunkte gesammelt, das ist soweit ganz tutti. Was wir jetzt halt brauchen, werden Beliebtheitspunkte ein bisschen im Volk. Haben noch nur ein Versprechen, ein großes Ausstehen, das jetzt dann die Tage kommen muss. Das große Versprechen ist dann noch in Bezug auf die Sicherheit auf die Polizei, haben wir uns ein bisschen zu Gemüte führen lassen, wie das damit aussieht. Ja, haben uns da mal erzählen lassen, da von unserem guten Kano, vom Kollegen, vom alten Parteitier, kam das mit dieser Idee um die Ecke und jetzt also dementsprechend die patrouillierende Polizei, die quasi wieder eingeführt werden soll, das ist noch ein dickes Wahlversprechen, was wir auf jeden Fall umsetzen wollen, anhand der Storyline, und dann brauchen wir noch ein paar kleinere Versprechen am Idealfall, die uns halt so ein bisschen hochreißen, wobei wir halt natürlich echt, also finanziell am absoluten Minimum leben, das muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt eine Spendenkampagne ausgerufen, die uns vielleicht noch ein bisschen Geld mit reinbringt, die uns vielleicht noch die wichtigen zwei, drei Veranstaltungen ermöglicht, aber so den ganz großen Riesenwahlkampf können wir momentan einfach nicht führen, das muss man ganz klar sagen, also da fehlt es uns einfach schlichtweg an Geld. Also es ist nicht so einfach, wenn du hier als kleine Partei unterwegs bist, ne, das ist alles schon ein wenig schwierig. So, wir haben jetzt hier die ersten Umfragen der Wahlkampagne, da können wir gleich mal kurz reingucken. Nochmal hier die Versprechen mit der Unterstützung der Schulen, dann schauen wir mal, was sagen dann jetzt die ersten Prognosen. Da haben wir die ersten Prognosen und die ersten Prognosen sprechen natürlich jetzt erstmal ganz klar noch für uns, aber das hat erst nichts zu heißen, weil die ganzen anderen sind ja teilweise noch nicht mehr mit einem festen Kandidaten an Start, oder? Nee, doch, wobei diese Kandidatenfrage haben sie jetzt geklärt bekommen, also die ganzen Kandidaten stehen jetzt tatsächlich für die Wahl. Großer Favorit auf den Wahlsieg ist natürlich er hier, Murata, also der große Favorit hier auf die ganze Geschichte. Ja, wir wiederum jetzt momentan noch mit 20% die theoretisch unterwegs, aber das, wie gesagt, würde ich noch nicht überbewerten wollen, das muss noch nicht unbedingt was heißen. Schauen wir erstmal, wie die ganze Geschichte so weiterläuft. Wie gesagt, wir sind halt mit Wahlversprechen echt ein bisschen arm dran und dementsprechend haben wir eher uns ein bisschen was auf die Fahnen geschrieben hinsichtlich unseres Kalenders. Ihr seht es hier, alles vollgepropft, da sind auch schon die ersten, die wir versuchen jetzt auf unsere Seite zu ziehen, für uns Werbung zu machen und vielleicht auch unsere Partei einzutreten lassen. Gerne. So, ich bräuchte ein Lob von dir. Wenn es Ihnen eine Freude macht. Ich bräuchte die Unterstützung für uns. Ich bedauere, aber... Schade. Du bist trotzdem großartig. Danke, Sie schmeicheln mir. Sehr schön, das hat funktioniert. Ja, schade. Also zumindest aber ein Lob kriegen wir. Kaffee? Gerne. Champagner? Mit. Reizend? Ja, ich weiß. Sehr schön. Immer gleich positiv. Fantastische Rückkehr. Ja, ich weiß. Sehr schön, sehr schön. Loben. Auffordern. Ich bin. Schade. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir tatsächlich so ein bisschen. Ja, ich möchte sagen, Kaffeepolitik machen. Ne? Also so ein bisschen halt Wahlkampf durch persönliche Gespräche mit den wichtigen Persönlichkeiten, mit den wichtigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Mal gerne. Schauen, ob wir hier welche dazu kriegen, uns zu helfen. So, du bist toll. Supi. Ja, dann brauche ich Lob von dir. Ja, eine. Und eine Aufforderung der Wahlunterstützung. Ah, es ist schwierig. Also man merkt schon. Also Wahl unterstützen, also selbst wenn die tatsächlich echt gut gesonnen sind, also zum Beispiel der Architekt war uns gerade auch sehr gut gesonnen, der hier ist uns übermäßig gut gesonnen. Also hier müsste es vielleicht machbar sein. Kaffee, gerne. Champagner. Huch. Sehr gut. Loben. Ja, und unterstützen. Hören Sie auf, ich ersticke. Ich ersticke. Okay, vielleicht hat er schon etwas zu viel getrunken dafür. Schade. Ja, aber wir brauchen halt, wie gesagt, irgendwie Unterstützung. Aus irgendwelchen Ecken muss es doch möglich sein, Unterstützung für uns zu bekommen.
Es lässt sich nicht einfach leben hier mit unserer liberalen konservativen Partei, aber zumindest den richtigen Beliebtheitsbooster, den haben wir jetzt bekommen. Also 6,2%, sehr schön, jetzt also auf 35% unsere Beliebtheit angesprungen. Ja, damit haben wir es tatsächlich, würde ich doch schon mal sagen, wir müssen mal kurz gucken von unseren all den anderen Kollegen jetzt hier. Ja, können wir es tatsächlich beliebtheitsmäßig endlich mal ein bisschen mithalten. Also Beliebtheitspolitiker sind die von der konservativen Partei und von der sozialdemokratischen Partei hier. 49% bzw. 42%, wir jetzt mit 35% zumindest, ja, ich sag mal konkurrenzfähig, was das angeht. Also nochmal ein bisschen Beliebtheit gewonnen in der Öffentlichkeit. Gerne. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch ein bisschen was drauflegen können. Mit. Und schauen mal, wie wäre es denn mit Loben? Wenn es Ihnen. Und jetzt brauche ich mal die Aufforderung. Ich bedauere. Okay, aber ich kriege zumindest den engen Kontakt zum Staatschef. Natürlich, ich habe verstanden. Besten Dank. Zumindest der Astrophysiker für irgendwas nützt in der Hinsicht. Gerne. Mit. Danke. So, wir haben jetzt ihr auch noch ein bisschen geschmeichelt. Die Physikerin ist auch sehr wohlgesonnen. Wenn. Ich aber halt die Wahlunterstützung, die kriegen wir einfach nicht. Ich weiß nicht, warum sie uns bei der Wahl nicht unterstützen wollen. Das ist mir noch bislang ein echtes Rätsel. Aber zumindest kommen wir hier so ein wenig voran. Ja, jetzt sind wir dann auch gleich bei den Künstlern schon angekommen. Das ist schlecht für ihre Gesundheit. Ach ja, stimmt, das war der absolut miese Peter. Ich tue meine Arbeit, das ist alles. So, den kommt man natürlich da loben. Ich bedauere. Aber er hat tatsächlich auch weiter Meinungsverschiedenheiten. Kaffee? Gerne. Mit. Sehr gut, du bist toll. Und ich brauche jetzt. Wenn es Ihnen. Ich bedauere. Aber ich kriege einfach die Unterstützung nicht. Okay, schade, alles klar. Was mir aber auch auffällt, kann es sein, dass der Button für die Parteizugehörigkeit jetzt rausgefallen ist? Also, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, ne? Dass man Leute in die Partei einladen kann. Also, anscheinend geht es ja wirklich nur noch diese Unterstützungsnummer. Mit. Kann ich jetzt grundsätzlich nicht so unbedingt viel abgewinnen, aber ist okay. Also, kann ich auch irgendwo verstehen. Loben. Ja. So. Aber ja, wir kriegen einfach keinen dazu, uns so richtig zu supporten. Nein, danke, mein. Mit. Ja, ich. Ich bin da. Ach, schade, den kriegen wir tatsächlich nicht ran. Ja, irgendwer muss doch hier in der Lage sein, eigentlich uns zu helfen. Aber na, es will ja keiner so richtig. Gut, dann ist es noch die letzten beiden klassischen Künstler. Gern. Einmal die klassische Tänzerin und dann das Topmodel. Mit. Danke. So, und hier Loben ja. Und. Ich bin. Schade. Ja, komm, dann versuchen wir es hier nochmal. Kaffee, Gern. Champagner, mit. Reizend. Danke. Sind noch viel so schöner. Und was haben wir noch irgendwie zu bieten? Ja, schade, ich komme da nicht auf den grünen Zweig mit der. Ich. Aber ich befürchte, genau, dass sich da nichts zu holen ist. Schade, schade, schade. Da war nichts zu holen. Gut, dann also weiter mit den Verbänden und Gewerkschaften. Da müssen wir jetzt also überkommen über das Familienkomitee und die Jägervereinigung, dass wir vielleicht jetzt hier noch ein bisschen Gern. Support kriegen. Mit. Ja, ich. So, shit, das Meeting beendet. Ah! Oh! Das hasse ich ja, ne? Verbände, das war jetzt der Familienverband, ne? Ja, genau, Familienverband. Hier muss ich nochmal hinten dranhängen. Kleiner Fehler von meiner Seite aus. Gut, okay, dann nächster. Jetzt die Jägervereinigung. Diesmal aber nicht so ein blöder Gerne. Fehler. Kaffee, mit Champagner. Vergnügen. Großartig. Und dementsprechend jetzt loben. Wenn es Ihnen. Anweisung. Keine Panik, ich kümmere mich darum. Sehr schön. Wenigstens die Verbände sind da jetzt noch auf meiner Seite. Heißt, dort also haben wir schon mal ein bisschen grünes Licht. Also wenigstens die Verbände könnten wir auf unsere Seite ziehen. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Schauen wir weiter. Jetzt haben wir nochmal die Tierfreunde und der Arbeitgeberverband. Gern. Huch. Ja, ich. So. Wenn es. Keine Panik. Sehr gut. Da wird sie auch drum kümmert. Gerne. Mit. So. Ja, ich. Wenn es Ihnen. Keine Panik. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das passt alles soweit. Ich sollte mal darüber nachdenken, dass wir nachher nochmal vielleicht Champagner kaufen gehen. Ich glaube, die Flasche ist bald leer. Ansonsten läuft es aber da ganz gut ab. So, Kaffee. Huch, das wird nicht abgelehnt. Danke. Die Stimme finde ich sehr, sehr interessant. Ja, ich weiß. Das sagt man mir oft. Alles klar. Ich brauche mal Lob. Wenn es Ihnen. Und Anweisungen. Keine Panik. Sehr schön. Und dann haben wir die Lehrervereinigung. Gerne. Mit. Großartig. Ja, ich. So sieht's aus. Ich mag's schon mal ganz gerne. Wenn es Ihnen. Lob und ich brauche. Genau, auch hier die Supporterschaft. Von den Kollegen der Lehrervereinigung. Ja, und damit jetzt also rutschen wir immer weiter nach oben. Die Polizeibeamten und die Schülergewerkschaft. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt echt so ein paar Verbände auf der hohen Kante haben. Wenn. Kann ich mir echt gut vorstellen, dass es das alles relativ schön aufgehen könnte hier Gerne. Mit dem Wahlkampf. Mit.
So. Ja, ich. Okay, loben und Anweisungen für die Wahl in unserem Sinne. Das sieht doch auch alles schon mal sehr, sehr gut aus. So, und dann müsste jetzt nur noch, glaube ich, als letztes die Liegengebliebene von der Familienverbund gewesen sein. Genau. Kaffee. Gerne. Champagner. Mit. So, reizend. Ja. Loben. Wenn es. Und keine Panik. Anweisung für die Wahl in unserem Sinne. Sehr, sehr schön. So, und mittlerweile tatsächlich durch die paar Pressestatements, die noch ein bisschen nachgeschossen wurden, sogar hoch auf 38%. Ja, also jetzt hier schon mal nochmal wieder ein bisschen was in unserer Beliebtheitsskala getan. Kleinvieh macht halt auch Mist. Ist halt auch mal ganz nett. So, und dementsprechend haben wir jetzt also das alles getan, was wir konnten. Noch einen Beliebtheitsbooster reingebracht. Jetzt wollte ich gerade sagen, bis die Spenden drin sind, bis unsere Spendenkampagne durch ist, sind wir jetzt tatsächlich ein wenig gebunden. Aber, Freunde, damit hat sich das tatsächlich auch erledigt, sehe ich gerade. Denn die Spendenkampagne ist durch. Also, was hat Joko eingesammelt? 8,34 Millionen Euro. Sehr, sehr schön. Das heißt, fette finanzielle Mittel. Das heißt, jetzt können wir tatsächlich auch einen ordentlichen Wahlkampf finanzieren gehen. Das freut mich schon mal. Das heißt, jetzt kommen wir tatsächlich mit so einem dicken Wahlversprechen um die Ecke. Jetzt muss ich nur wieder gucken, welche dämliche Region das hier ist. Osaka-Region ist hier. Das ist, na, darf ich? Kyoto-Osaka-Region. Zu viele Städte. Die Kansai-Region. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, man versucht hier auch noch ein bisschen selber was zu lernen bei der ganzen Geschichte. Also in der Kansai-Region wird es tatsächlich dann nochmal das dicke Versprechen abgegeben. Ja, was dann die Sicherheit angeht. So, hier brauche ich dann die Sicherheitspolitik, hier die Polizei. So, wir wollen tatsächlich die Patrouillen wieder einführen, was das angeht. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal natürlich wieder ein paar Polizisten aufstocken. Ich würde mal sagen, wir gehen auch mal auf 400.000 Polizisten zielmäßig. So, ein dickes Versprechen. Wir haben jetzt hier die Polizei. Das kommt bei der Bevölkerung gar so ein bisschen an. Bei der Partei so ein bisschen an. Da bringt es aber auch nicht wirklich nach vorne. Also ein gutes Wahlprogramm hier zusammen zu schustern, da tun wir uns noch echt schwer mit. Ja, und dann haben wir jetzt noch so kleinere Dinger, die wir machen können. Das heißt, jetzt müssen wir noch gucken, auf welchen Regionen wir uns jetzt hier erstmal bewegen müssen. Also Hokkaido haben wir abgehakt, hier oben die Insel. Wir haben die Kanto-Region hier abgehakt. Und wir haben die Kansai-Region hier abgehakt. Ich wäre noch ganz gerne auf jeden Fall auf Kyushu gewesen. Das wäre, glaube ich, nochmal auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Die Inseln, na, weiß nicht, vielleicht mit einem kleinen Theaterbesuch oder so. I don't know, aber jetzt auf jeden Fall nochmal Wahlversprechen in der Kyushu-Region. Da brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal wieder ein bisschen größeres, zumindest von der Meeting-Location her. Ja, und jetzt ist hier die große Preisfrage. Wo können wir denn jetzt noch was setzen gehen? Ja, eigentlich müsst ihr ergänzen auch noch die öffentliche Sicherheit ja erhöhen hier, ne? Also wenn ich das so gucke, Sicherheit für den Staatschef, oh ne, das ist ja Kontaktpolizisten vor Ort, genau das wollten wir einführen. Dann werden wir gucken, dass wir das nochmal basteln gehen auf Kyushu, das ist dann auch mal ein kleines Versprechen. Und jetzt wollen wir schon sagen, haben wir tatsächlich echt budgetmäßig richtig was rausgehauen, also unser Budget, also wir haben tatsächlich schon, ja, mit eins der teuersten Programme. Also teurer sind nur die von Noriyasa und die von Ishigoro und die haben es überhaupt nicht hingekriegt, hier für das Wahlprogramm auf die Beine zu stellen. Also wir tun es tatsächlich, muss man sagen, gerade schon schwer, ein ordentliches Wahlprogramm auf die Beine zu stellen, aber die anderen sind ja noch schlechter drin. Also die kriegen sie gar nicht hin. Ah, das ist interessant. Also vielleicht siegen wir oder kriegen wir tatsächlich echt ein paar Punkte mehr zugesprochen. Ein besseres Wahlergebnis nicht, weil wir das jetzt so klasse machen, sondern weil der Rest da tatsächlich so ein bisschen reinballert. Kurze Frage ist dann jetzt, wo kommen wir noch hin? Ja, Shishoku, ich muss mal kurz gucken, da habt ihr, glaube ich, auch ja, 3 Millionen Einwohner, das ist auf jeden Fall auch in Ordnung, da kann man auch, denke ich, nochmal mit einem größeren Wahlversprechen um die Ecke kommen. Shishoku, nein, nicht auf Rukyu, sondern auf Shishoku und dementsprechend Shikoku, ach, ihr wisst, was ich meine. Ich tue mich noch schnell, Shikoku, okay, so, entschuldigt, ich versuche dabei zu üben. Ja, gucken wir mal, was wir hier jetzt noch für ein Gesetz durchkriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Familienhilfe noch ein guter Punkt sein könnte, wo man nochmal ansetzen könnte. Ich würde mal sagen, Einzelkinder 50, 2 Kinder 50 und 3 Kinder 80. Dass man hier nochmal, oh, das ist auch noch ein schönes Versprechen, dass man damit vielleicht mal in die Ecke kommt. Das kommt bei unserer eigenen Partei nicht so gut an, aber ist okay, da haben wir genügend Ausgleichsposten, um das wieder so ein bisschen gerade zu biegen. Sind wir jetzt bei 8 Punkten Beliebtheit. Ach, du glaubst es nicht. So, dann hätte ich noch eine kleine Geschichte gehabt auf, dann jetzt tatsächlich eben den Islands hier, dann rechnen wir mal ein kleiner Theatersaal. Ja, das ist noch die Frage, was kann man denn noch machen? Vielleicht noch ein bisschen was im Thema Bereich Transport, dass man da vielleicht noch was ankündigen geht. Medien. Ja, Medien ist halt auch... Ah, hier könnte man tatsächlich vielleicht einen Druck des Staates rausnehmen. Als liberal-konservative Partei könnte man den Druck des Staates rausnehmen, ne?
ich weiß nicht. Nee, lass erst mal raus. Da bin ich mir unsicher, was unsere eigene Partei wieder angeht. Gesundheit und Medizin. Ah, vielleicht noch was für die Rente. Ja, das ist tatsächlich nochmal eine kleine Rentenerhöhung. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Auf Flamme 550. Boah, ist aber auch sehr teuer. 545. Ja, 545. Ein bisschen günstiger muss es schon noch sein. Da gucken wir mal rein. Ja, gibt auch nochmal kleine Bonuspunkte. Ah, der Wahlkampf ist so brutal teuer. Also mit uns Wahlsprechen. Wir kommen halt auch nicht großartig vom Fleck, ihr seht's, ne? Also 9 Punkte Beliebtheit. Damit gewinnt es halt auch keinen Blumentopf. Ja, okay. Mal gucken, was haben wir noch offen? Wir hätten noch Shoguko offen. Wir haben noch, ja, Shubo ist natürlich wichtig, fällt mir gerade ein. Ne? Nagano, das ist ja unsere Heimatgegend, ne? Da kommen wir auch eigentlich her. Also ich denke, hier in Shubo müssen wir, denke ich, verwandtsbezirksmäßig noch was machen. Tohoku ist halt auch flächenmäßig relativ groß. Das sind, glaube ich, noch die beiden Provinzen, die wir noch besuchen müssten. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal Shubo. Das ist erstmal unsere Heimat-Location. Unsere Heimat-Location. Ist halt wieder die nächste Frage. Was kann man denn noch so bringen? Vielleicht mal so im Bereich der Besteuerung. Gibt es denn eigentlich schon eine Pornografiesteuer? Ne, die gibt es tatsächlich nicht. Ja, wenn es die noch nicht gibt, Freunde, dann haben wir natürlich jetzt hier einen Punkt gefunden, den wir umsetzen werden, ne? Also ganz klar, 10% Pornografiesteuer in Shubo. Ja, auch da wieder natürlich klar, ländlich-konservative Kreise, das kommt gut an. Da gibt es die öffentliche Meinung nochmal einen Schub drauf. Und das, was endlich mal ein Versprechen, was gesessen hat, so 28 Punkte bei 7 Meetings, das ist halt auch immer eine abstrus schlechte Bilanz. Aber zumindest jetzt schon etwas besser, als es vorher war. So, und was hat er gesagt? Tee, genau, Tohoku, richtig. Da müssen wir dann auch nochmal hin. So, haben wir vielleicht noch irgendwas, was mir jetzt so auf Anhieb einfällt. Vielleicht nochmal zur Wertschätzung der Beamtenbelegschaft, dass wir da vielleicht noch die Polizeigehälter ein bisschen erhöhen gehen, sagen wir auf 3.300. Genau, das wäre ungefähr nochmal 1 Milliarde, so, das ist dann Tohoku Beamte, hier sieht auch mal ein kleines Plüsschen dabei. Ja, sind wir ungefähr bei 330 Punkten Beliebtheit im Programm, mehr kriegen wir jetzt irgendwie nicht großartig hin. Also Wahlkampf zu betreiben, das ist schon wirklich schwierig. Unsere letzten finanziellen Mittel sagen noch 4,6 Millionen. Ja, muss halt überlegen, wir brauchen immer auch genügend für den Fall, dass wir halt nicht gewinnen. Wir brauchen immer auch Umfragegelder etc. pp. Ich denke, wir müssen noch ein bisschen was, auch sehe ich gerade, unseren Cyberschutz müssen auf jeden Fall noch investieren. Da klatschen wir mal 600.000 rein, haben bislang nur 300.000 investiert, das ist noch ein bisschen wenig. Genau, dass unser Cyberschutz auf jeden Fall ein bisschen Budget ausmacht. Dass wir da ein bisschen noch Blick drauf haben. Ja, und dann denke ich, haben wir jetzt erstmal genügend gemacht. Mehr kann man jetzt erstmal, glaube ich, nicht anwenden. Ich denke, die 4 Millionen behalten wir noch erstmal. Ein gutes Wahlversprechen fällt jetzt auch nicht unbedingt ein. Ich muss noch ein bisschen unser gedanklich was offen halten, ne, für die TV-Debatte. Ah, alles schwierig. Gut, dann lassen wir es erstmal so stehen. Nehmen wir jetzt erstmal unsere Wahlversprechen so mit. Und hoffen wir, dass wir erstmal damit ein bisschen was kassieren gehen. So, wir haben tatsächlich neue Umfragewerte. Schauen wir mal ganz kurz rein bei den Wahlen. Wo sind sie? Hier sind sie. Also das sind jetzt die letzten Umfragewerte. Und wie wir sehen, sind wir bei 4,6%. Oh, shit. Ja, das habe ich mir nämlich schon eher gedacht, dass es nämlich in diese Richtung geht. Eieieiei, diese Wahl zu gewinnen. Oh, das wird schwierig. Aber zumindest auch alleine schon das so zu halten, was eigentlich angesprochen wurde. Ne? Also die 10%-Marke, die müssen wir eigentlich schon kriegen. Zugewinne für unsere Abgeordneten. Aber wir tun uns noch verdammt schwer. Wir tun uns echt noch verdammt schwer. Haben halt auch, wie gesagt, schlechtes, also das heißt schlechtes. Also für Verhältnis noch der anderen ist das noch ein echt gutes Wahlprogramm, was wir zusammen gebastelt haben. Aber es ist halt eigentlich, das ist nicht so prickelnd, wie es hätte sein müssen. Pornografiesteuer jetzt auch nochmal durchgekommen hier als Wahlversprechen. Aber mir fällt auch kein richtiger Brüller ein, den ich da jetzt noch killen könnte. Zumindest nicht ohne, dass mir meine Partei vielleicht den Hals umdreht. Schwierig. Ja, vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick übrigens auf die aktuellen Covid-Zahlen, dass ihr da nochmal einen Blick für habt. Aktive Fälle. Ja, das sieht schon ein bisschen kritischer aus. Hier, guck mal drüber. Oh, durchschnittlich, ne? Also, das muss man schon sagen, wobei man auch sagen kann, aktive Fälle, ja, sind mittlerweile schon massiv im Umgang. Also ich glaube, die erste Welle haben wir sogar schon hinter uns. Also das ist tatsächlich schon soweit sogar durch. Ein paar Todesopfer gibt es auch, aber hält sich irgendwie noch in Grenzen. Hier Todesopfer 408 oder so, das geht noch. Also das scheint zumindest die aktuelle Regierung ganz gut im Griff gekriegt zu haben, dieses Covid-Problem.
Aber nun gut, da können wir uns ja jetzt auch nicht drum kümmern. Das ist tatsächlich sowieso erstmal schwierig, überhaupt an den Start zu kriegen. Was mich jetzt noch interessieren würde, vielleicht, ich weiß nicht, eine Versetzung publizieren, dass man vielleicht noch ein bisschen Werbung macht hier. Hier, genau. Wir werden mal, würde ich sagen, jetzt hier nochmal vielleicht hier auf dem Markt, ne, im Schuhhof, wenn wir vielleicht nochmal hier was machen. Dass wir hier vielleicht noch ein paar kleinere, nicht so richtige Wahlveranstaltungen machen, sondern einfach nur so kleine Nebenveranstaltungs-Business-Dinger. Dann haben wir Schubo. Ich hätte ganz gerne vielleicht dann noch in der Kanto-Region. Hey, noch was beim Videospielwettbewerb gesetzt gehabt, hier im Raum Tokio. Also geht sogar nur Tokio, genau. Habe ich mir aber auch schon so ungefähr gedacht gehabt. Okay, das muss an verschiedenen Tagen sein, wie ich gerade feststelle. So schnell sind wir also dann doch nicht, trotz Shinkansen unterwegs. Ja, gut, okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, aber egal. So, dann vielleicht noch hier auf Hokkaido nochmal was im Altenheim. Ne, ich sagte hier Hokkaido. So, im Altenheim wäre nochmal ganz gut. Und dann. Was haben wir noch so für tolle Orte, wo wir es machen können? Ich würde mal sagen, dann würde ich nochmal in der Kansai-Region mal ein Problemviertel vielleicht aufsuchen. Das wäre vielleicht nochmal was. Ja, genau, dass wir da mal so ein bisschen was gemacht haben. Und dann, ja, bin ich erstmal soweit zufrieden. Genau, lass doch mal so ein paar kleinere Nebenmeetings machen. Mal gucken, ob die irgendwas bringen. So kleinere Versetzungen. Mal schauen. Ob man es da dann vielleicht mehr leiden kann. So, wir besuchen einen Markt. Communication Plans. Gucken wir uns mal ganz kurz eben rein, was da übrigens so steht. Die Bewahrung der Kaufkraft der Bürger bleibt das zentrale Anliegen. Wie können die Menschen denn all diese wundervollen Dinge kaufen, wenn sie kaum über die Runden kommen? Ich kann offenkundig kein Kaviar für alle versprechen, doch ich versichere Ihnen, dass eine große Zahl von Menschen in der Lage sein wird, mehr zu essen. Tja, kein Kaviar für alle, aber trotzdem nochmal so ein Grundsatzcall. Ja, wie gesagt, ich denke mal, so ein paar kleine Besuche sind eigentlich mal nicht so schlecht. Und jetzt erstmal das Videospielturnier, erstmal Gaming-Branche, Freunde. Aber in Japan halt auch wichtig, man sieht es auch schon direkt. Was wurde nicht bereits alles über Videospiele erzählt? Völlige Ahnungslosigkeit. Schauen Sie einfach nur auf diese jungen Menschen, die ihre Kultur teilen. Es ist nämlich selbstverständlich eine Kultur, von der wir hier sprechen. Man kann nicht anders als von der Tiefgründigkeit beeindruckt sein, mit der sie ihre Fertigkeiten einsetzen und Abschüsse sammeln. Das würde ich übrigens echt so nicht hundertprozentig äußern. Ich fand tatsächlich jetzt gerade, ich war überrascht von dieser Rede, die hatte tatsächlich einen Sinn gehabt. Also von einer Kultur zu sprechen, das habe ich von Politikern tatsächlich so nur sehr selten gehört, wenn ich glaube ich sogar gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist tatsächlich ein Call, den fand ich jetzt nicht so übel. Dann, danach war schon zum Thema Ahnungslosigkeit, brauchen wir glaube ich nicht weiterreden. Aber ich denke, so vom Prinzip ist klar geworden. Also tatsächlich, unser guter Hayato Matsuyama zeigt sich auch offenkundig, ne? Gerade gegenüber den jungen Leuten ist nochmal wichtig. So, und dann haben wir jetzt hier nochmal einen Besuch mit einem Altersheim, da können wir auch nochmal gucken. Und hier haben wir noch William McNeil, der gesagt hat, mit wachsender Weltbevölkerung steigt auch die Infektionsrate. Ja, das ergibt sich von selbst. Mehr Menschen gleich mehr Leute, die man infizieren kann. So, medial Überpräsenz. Okay, alles klar. Das heißt, also hier müssen wir jetzt auf jeden Fall einen Strich machen, weil ansonsten kriegen wir jetzt medial Überpräsenz. Das heißt, das ist der letzte Auftritt in einem Altersheim. Sie sind das Gedächtnis unserer Nation. Sie, die Sie auf Ihrer langen Reise reichlich gesät haben. Ich möchte Ihnen gegenüber meine ernst gemeinte Freundschaft und meinen tiefen Respekt für all das bekunden, was Sie uns hinterlassen haben, einschließlich dieses Glanzes der Jugend, den ich noch immer in Ihren Augen erblicken kann. Von tiefstem Herzen danke ich Ihnen für alles. Das waren tatsächlich mal, glaube ich, ein paar bessere Worte. Also die waren tatsächlich auch nicht so verkehrt. Nicht übel, nicht übel. Aber wie gesagt, jetzt also wissen Bescheid, aber jetzt gibt es uns medial Überpräsenz, das heißt jetzt also Flossen davon lassen und erstmal Zeit ein bisschen weitergehen, um mal zu schauen, was haben wir jetzt für neue Umfragen. Ich hoffe, die sehen jetzt ein bisschen besser aus als die letzten. Oh, 4%, das sieht gar nicht gut aus. Wir sitzen gerade sogar in einem, so einem Boot drinne, dass wir echt Angst haben müssen, dass wir nicht schaffen, ins Parlament einzuziehen. Eieieiei, also ins Parlament müssen wir schon irgendwie kommen. Also ohne das wird es ganz, ganz kritisch. Ich muss mal kurz schauen, wie schlimm ist es denn eigentlich bestellt? Wir haben ungefähr 2 Millionen Unterstützer.
2, 4 Millionen, 9 Millionen, 16 Millionen, 16 Millionen, 900.000. Oh, wir sind aber auch, ja, wir sind die zweitkleinste Partei laut Legitim. Also wir sind auch sehr, sehr knapp dran. Daran, dass wir mit die kleinsten sind. Also eigentlich ist tatsächlich wirklich nur diese UR, ist das, ne? Ist das die UR? Genau, die Union für Traditionelle Republik, genau. Das ist tatsächlich die einzige, die wirklich kleiner ist als wir. Von Mitgliederzahlen her. Und dementsprechend tun wir es auch so schwer, sehe ich gerade. Also, das ist tatsächlich gar nicht mal so das Problem, dass wir jetzt unbedingt so schlecht, wenn wir so einen Auftritt mit allem Pipapo, sondern tatsächlich, dass wir halt auch wirklich eine extreme Kleinpartei sind, mit der wir uns hier noch rumschlagen. Oh, das wird bestimmt... Aber wenn das hier nicht gut geht, wenn ich beim Fernsehduell so richtig was gedreht kriegen, sag ich, das wird... Oh, das wird nächsten Montag richtig Krach geben auf der Parteitag. Das wird auf dem Parteitag richtig Krach geben, sag ich. Oh. Das ist jetzt hier echt, das ist wirklich eine gute Frage. Also wie das hier weitergehen wird. Eieieiei. Ja, muss man mal schauen. Kann man jetzt so nicht offenkundig sagen. Müssen wir drüber blicken. Gut, okidoki. Aber mit einem Blick zur Uhr würde ich sagen, haben wir es für heute auch schon wieder. Ich sag mal, ich bedanke mich ganz herzlich draußen bei euch fürs Zusehen. Wie ihr jetzt nochmal wisst, hier seht ihr nochmal, also im August, Anfang August sind die Wahlen. Das heißt, nächsten Monat ist es dann schon soweit. Das heißt, ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir genaueres wissen, wie das mit dem Wahlergebnis hier sich alles so zugetragen hatte, wie unser Ergebnis aussieht. Ja, und dann bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, ne, wie das dann sich so austrägt beim nächsten Parteitag der liberal-konservativen Partei, für den Fall, dass das hier ein bisschen schief gehen sollte. Also, bleibt auf jeden Fall gespannt, würde ich meinen. Ich bedanke mich ganz herzlich draußen bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.